Plattenspieler im Bandformat, mit damals unvorstellbaren 4 Stunden Spielzeit. Eine geniale Idee, die sich nicht vermarkten ließ. Erfunden wurde dieses Gerät von Carl Daniel in den 30er Jahren. Nach dem Krieg wurde es als Tefifon vermarktet. Die Musik war auf einem endlos geführten Kunststoffband gespeichert, welches durch einen Tonarm wie bei einem Plattenspieler abgetastet wurde. Auch eine Kabelfernsteuerung war vorhanden, womit sich mit etwas Übung einzelne Titel auf dem Schallband abrufen ließen. Das Tefifon gab es als Koffergerät oder in Verbindung mit verschiedenen Radioempfängern in einer Musiktruhe, wie diese typisch waren für diese Zeit. Eigentlich eine geniale Idee. Die Bänder ließen sich leicht wechseln wie Musikkassetten, nahmen weniger Platz weg wie Langspielplatten und waren robuster. Leider gelang es nicht, berühmte Musiker auf dem Tefifon zu veröffentlichen. Die damaligen Musikverlage setzten weiterhin auf Schallplatten. Im Jahr 1965 wurde nach nur wenigen Jahren die Produktion der Geräte eingestellt. Heute werden sie von Liebhabern als Kuriosität gesammelt.